Hey zusammen, es ist wieder mal Zeit für ein neues DJ-Tipps-Video von mir und ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, ob ich über dieses Thema überhaupt mit euch reden sollte. Denn die meisten DJs raten davon ab. Gerade wenn man sich Tutorials hier auf YouTube anguckt, dann ist dieses Thema, was ich heute ansprechen möchte, eigentlich genau das, was alle für falsch halten und das nicht so empfehlen würden. Ich mache das jetzt seit 5 Jahren genauso und erzähle dir heute mal, warum. Also, grob gesagt geht es darum, wie du deine Musik einteilen solltest während deines DJ-Sets beziehungsweise während des Abends. Und der meistverbreitete Tipp ist eigentlich der, dass du die Banger, die krassen Hits, die Charts erst zum Ende spielen solltest, um die Leute möglichst lange zu halten. Das sehe ich komplett anders. Denn wenn du auch krasse Lieder mit in dein Warm-up einbaust, vielleicht einen Remix davon spielst, der noch nicht dieses High-End-Potenzial hat, sondern eher das Lied, was jeder kennt, jeder Moment hören möchte, ruhig zum Mitsingen dort reinbringen. Du hast zum Beispiel von Apache einen coolen Deep House-Remix. Dann spiel ihn doch einfach im Warm-up. Ob du das gleiche Lied in 2-3 Stunden nochmal spielst, um die Leute zu halten, interessiert niemanden. Denn die Leute sind vielleicht sogar froh, wenn sie dieses Lied 2-mal hören. Aber du musst dir diese Lieder nicht aufsparen. Das ist ein totaler Irrglaube und ein totaler Quatsch. Du kannst Lieder den ganzen Abend lang spielen. Du kannst meinetwegen diese aktuellen Clubhits auch doppelt spielen. Der normale Clubgast ist nicht von 22 bis 6 Uhr morgens im Club. Es kommen neue Leute nach und die wollen das Lied, was du vielleicht erst am Ende spielst, auch am Anfang hören. Genauso wie die Leute, die erst am Ende kommen, das Lied erst am Ende hören wollen. Aber die, die am Anfang da waren, sind wahrscheinlich schon wieder weg. Und genau deswegen ergibt dieser Tipp, den die meisten DJs da raushauen, überhaupt gar keinen Sinn. Das Wichtige ist, dass du mit deiner Musik haushalten musst. Du solltest nicht die neuesten 10 Charts, Banger, die krassesten Lieder direkt hintereinander wegspielen, weil dann kann es wirklich sein, dass dir in einer halben Stunde das fehlt. Aber misch diese Musik. 2000er, 90er, House, Black, Charts, Deutschrap. Misch diese Sachen durcheinander. Spiel Aktuelles mit Alten gemischt. Spiel einen Banger auch um 0 Uhr zum Warm-up, damit die Leute, die du da hast, gute Laune bekommen. Die wollen diese Musik hören. Die wollen das wirklich. Und du kannst die Stimmung damit hochziehen, wenn du so einen Banger auch mal am Anfang des Abends spielst und die Leute damit darauf vorbereitest, dass es vielleicht noch weiter nach oben geht. Da kommt es eher darauf an, wie du die Musik ineinander mischt und nicht darauf, welches Lied du wann spielst. Und wie du deine Musik am besten auf dem Computer sortierst, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Das findest du hier in dieser Playlist. Und ich werde dir noch mehr DJ-Tipps in den nächsten Wochen geben und ich hoffe, dass du doch mal in die Kommentare reinschreibst, wie du deinen Abend gestaltest. Und ansonsten würde ich mich noch sehr über einen Daumen nach oben freuen, falls dir dieses Video weitergeholfen hat. Und mit einem Abo auf diesem Kanal würdest du mich unterstützen. Mein Name ist Seed und bis zum nächsten Video. Ciao.